Sire, befehligt uns. Neue Befehle, okay. Sire. Vogelfreienlager geräumt. Leider kriegen wir hier keine Länderei oder so. Hm. Aber, da wird auch schon angefangen. Ihr macht mir jetzt mal so richtig schön viel Eisen. Soll reichen. So wenig? Schön auch für den Abtransport sorgen. Sire, da ihr zum ersten Mal ich verwende zum ersten, ist in Ordnung. Benutzt, lasst mich euch kurz die Bedienung erläutern. Wählt die Güte, die ihr senden möchtet, Sire. Auf der linken Seite könnt ihr euch. Ich verwende zum ersten Mal meine Faust. Darf ich dir mal erklären, wie die funktioniert? Zuerst gibt's die Auswahl, wessen Gesicht da so wunderbar dazu passt, zu einem Abdruck. Da gibt's gerade nur eins, was mich zulabert. Gebt uns nur ein Ziel. 10 Bier. Diese Lieferung wird zurückgerufen, my lord. So, machen wir den Fuhrmannsposten mal schön. Eigentlich wär's doof, den nicht so weit nach unten zu platzieren. Komm, da haben wir hier unsere Liefergarage. Winterslö. Schön. Wählt die Güter aus. So, 10. Wir können uns auch regelmäßig 10 Bier liefern lassen. Das könnte eigentlich hinhauen. Diese Güter senden, Sire? So, die Schenke. Die Schenke können wir auch noch innen platzieren. Schenke. Da, Schenke. Hier können wir tatsächlich das Klo... So in etwa. Dass das hier so am Berg anliegt. Warum eigentlich nicht, ne? Mäus. Klar, ne? Wir haben selbst das Kloster jetzt belagt. Auf der guten Seite haben wir kein Kloster gebaut, aber wir Hauptsache es geht darum, jetzt mal den heiligen Buddha in den Rücken zu kehren und das Kloster anzugreifen. Dann bauen wir auf einmal das Kloster und tun es uns gut stellen mit den Mönchen. Der Typ macht da irgendwie was verkehrt. Schenke, da haben wir sie. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Ich meine, warum die Schenke nicht in der Nähe vom Kloster? Die meisten Kloster haben auch Bier gebraut, auch wenn es hier nicht der Fall ist. Komm, rund ums Kloster wird unser Vergnügungsviertel. Da gibt es jetzt so Schenken, dann gibt es dort hier die Musikergilden. Aber fangen wir mit der Schenke an. Ist schon okay. Existiere, Schenke. Existiere. Wo ist der Haupteingang überhaupt? Wie rum passt die am besten? Machen wir sie mal so direkt hier ran. So. Dann haben wir dahinter die Musikergilde. Das machen wir doch mal wieder, das Zeug. Und der Jahrmarkt ist da hinten. Das ist das... Die Hauptattraktion, die wir hier haben. Neben den Feministen, die man mit Tomaten bewerfen kann. Das passt da nicht. Das gehört auch mit dazu einfach. Yay! Die Wolke, da haben wir schon. Jahrmarkt. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Kriegen wir hier nicht sogar noch sogar die Turnierkämpfe hingebaut? Es würde funktionieren. Ich meine, das hier ist ja sowieso der Sitz. Nein, ich wollte es nicht bauen. Weg. Das hat jetzt wahrscheinlich gekostet, trotzdem. Ne, machen wir trotzdem den Wehrmarkt hin, weil ich finde... Ich finde die Turnierkämpfe, man sieht ja diesen Hochsitz, wo der Lord, der König drauf sitzt, wer auch immer, gerade der Obermotz. Und da muss er eigentlich immer so einen richtig schönen weiten Ausblick haben, nicht nur auf den Ritterkampf. Vielleicht können wir die hier irgendwo aufbauen, noch die Turnierkämpfe vor der Burg. Oder in diese Richtung, warum eigentlich nicht, ne? Ich meine, wir können das Söldnerlager doch, warum eigentlich nicht, ne? Wir könnten es doch so tuten, dass das Söldnerlager hier ist. Und dann können hier mit die Turnierkämpfe dann hin. Das Volk verehrt euch.
Bier. Bier haben wir sogar schon ein bisschen Ausschank. Das ist wunderbar. Vielleicht kriegen wir sogar extra. Ein Bauer hat das. So muss man mit extra. Das könnt ihr hinhauen. Keine Veränderung von Weeklys. Hossa, und die Unterhaltung geht auch hoch. Aber das sollte ich jetzt nicht. Jetzt festen Wert benutzen? Ich weiß nicht. Aber schön. Wir wollen jetzt nicht zu lange rumeiern. Greif mal an und so. Ich würde sagen, wir haben jetzt erstmal genug getan. Getutet. Getatet. Beim Toltatus. Wir können aber noch die Produktionsmeile erweitern, weil jetzt bekommen wir bald Eisen zugeliefert. Dafür sorge ich noch. Wählt die Güter aus. Wählt die Güter aus. Warum kommt da so wenig? Haben wir schon was geliefert bekommen? Nee. Es dauert einfach so lange. Ja, jetzt kommen die Lieferungen. Wunderbar. Haben wir uns hier schon mal die Städten, die passen denn? Weil hauptsächlich hätte ich hier jetzt gerne, gerade gegen William bietet sich das an, was er ja auch hauptsächlich benutzt. Machen wir so wirklich so eine Produktionsmeile. Schmiede, Schmiede. Rüstungsschmiede. Wir brauchen Geld. Die Goldschmiede bitte auch noch. Und wie ich gehört habe, brauchen sowieso die ganzen Eisenverarbeitungsgebäude ja sehr, sehr lange in Stronghold 2. Weshalb sich meistens sogar eher anbietet, hauptsächlich Holzproduktionsgebäude zu bauen oder vielleicht noch die Gerbe und die Eisenwaffen zu kaufen. So wurde es mir zumindest empfohlen. Aber ich hätte trotzdem gerne... Na komm, Pikiniere hätte ich auch gerne noch mit dabei. Ich hätte gerne das so, dass man noch so ein bisschen eine Gasse erkennt. Die hier durchführt, durch die Produktionsstätten. So, in etwa. Wird hier so eine schöne Gasse durch. Ich meine, es gab schon einige Leute, die haben durchaus passend angemerkt, dass das jetzt die Bauparts-Mittel zu lang sind. Es wird auch nicht mehr so, also ganz ehrlich, Kapitel 7 hat ja... Ne, Moment mal, Kapitel... 6 von den Entscheidungen, 7, 8. Das müsste 8 gewesen sein. Kapitel 8 hat ja so ein bisschen den Vogel abgeschossen. Einfach das mit dem Falken halt. Das ist das Falken. Waren es nicht die Gerber, die gebackt haben? Wenn man sie... Rekruten benötigt. Ich lasse das mal noch ein bisschen stehen. Ihr macht mir bitte Picken. Picken. Pika, Pika. Wisst ihr was? Hier hinten machen wir unsere Bienenzucht rein. Nice Idee, ne? Die Kirche passt ja nicht mehr. Ein Schmied hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Da hinten machen wir tatsächlich unsere Bienenzucht rein. Dann machen wir das mal selbst. Weil ich meine, irgendwie müssen wir das da hinten nochmal nutzen. Nützen. Hier werden die königlichen Bienen gezüchtet. So. Soll soweit reichen. Und dann haben wir tatsächlich noch ein paar Kerzenmacher in der Burg einfach. Und das soll dann reichen. Ich weiß, es wäre wahrscheinlich besser, wenn sie näher am Vorratslager dran sind, aber... Baum. Genau das. So. Wunderbar. Okay. Zu wenig Leute. Ich glaube, wir haben zu wenig Leute. Heftig. Eigentlich jetzt noch weitere Hütten zu platzieren, ist mehr oder weniger kontraproduktiv, aber... Machen wir es einfach mal. So, jetzt kriegen wir nämlich wieder die Bauern, die wir brauchen. Gesetz gebrochen, mein Herr. Hier... Hätte ich jetzt gerne das Eisen. 10 Stück fortlaufen, das sollte eigentlich reichen. Wählt die Güter aus. Und was sagt das Bier? Hallo. Da fuck, das Bier redet. So. Jetzt geht's aber los. Vorher können wir uns natürlich noch ganz kurz das angucken, was wir gemacht haben. Hier noch die Idee, die ich jetzt mit dem Ritterspielen hatte. Und zwar, dass sie so tatsächlich vorm Bergfried platziert sind. Gut, nebendran die Nahrungsgebäude. Kann man sich drum streiten, aber so direkt vorm Bergfried hat das auf irgendeine Weise Stil. Das gucken wir uns eben noch an, dann kann es losgehen.
Ist ja durchaus nicht... Na gut. Ich habe es trotzdem noch sehr in der Form gelassen, wie es ursprünglich war. Wir können das Ding übrigens auch noch ein bisschen besser besetzen. Wenn ich mir das gerade so angucke, dass das Großteil der Türme wie leer gefegt sind. Das muss ja auch nicht unbedingt sein. Euer Zeichen, Sire? Auf dem Bergfried noch ein bisschen was. Hier noch ein paar Bogenschützen drauf. Hauptsächlich Bogenschützen wird nicht reichen. Wir bewegen uns. Bogenschützen, bereit machen. Hier und da muss doch noch was fürs Auge sein. Wir sind eure Leute. Eure treuen Bogenschützen. So. Los doch. Ihr verteilt euch auch mal. Warum kommt ihr da nicht hoch? Nicht, Sire. Was ist das Problem? Ja gut, darum kann ich mich auch eben noch schnell kümmern. Haben wir einfach noch eine Treppe. So. Waffenschultern. Auch immer man da. Bewegung! Okay. Bereit, Sire! Unsere Bögen werden singen. Wir sind bereit. So. Bogenschützen, vorbereiten. Und hier steht unsere Armee bereit. Auf die Plätze. Und ihr stellt euch mal hier noch ein bisschen auf. Los geht's. Ja, Sire. Unsere Sehnen sind gewachsen. Und gut ist es. So, schauen wir mal. Hier, so sieht es noch schon ein bisschen besser aus. Wenn ihr einfach mal schön was aufgebaut hat. Wir hatten schon Schöneres gebaut, ich weiß. Aber es ist okay, finde ich. Es ist okay. Und da sind die Ritter am Turnierkampf machen. Aber wir sind nicht da. Wir könnten den Burkern auch mehr bürgerlichen Pflichten zuweisen, aber ich glaube, die Ehre ist eh genug. Und wir können natürlich das Burgfräulein-Gemach noch machen, damit der liebe Map hier auch noch ein bisschen Spaß hat. Komm. Ich bin für den Roten. Yes! Goal. Was habe ich gewonnen? Keiner aufs Maul und jetzt hau ab. So. Waffen benötigt, ein bisschen Panzerstaffel und ab geht's. Hier habe ich auch noch so ein kleines bisschen gewartet, dass ich die noch einsetzen kann. Jetzt sind wir, denke ich mal, ready. Gebt uns nur ein Ziel. Die Kirche wollte ich ja eigentlich auch noch bauen. Unsere Truppen werden angegriffen. Oh, die passt sogar. Die passt. Ja, Hallöchen. Na, dann habe ich doch nichts gesagt. Na, dann ist doch alles paletti. Na, dann haben wir es doch. Sagt ihr, Malott? Oh, gleich nochmal mit Kirche kommen? Betrachten, das gute Prachtstück. Na komm, das Ding machen wir mal weg. Unsere Schwerter sind die euren. Ihr nervt. Befehligt uns. So, gab es nicht noch irgendwas, was wir uns angucken wollten? Klar, andere Strafen könnten wir uns noch geben. Auch welche, die weniger effektiv sind. Ich glaube, wenn man einen Hackblock da hat, es wird immer das Effektivste, glaube ich, genommen. Wir können uns ja mal das Folterrad noch mit angucken. Folterrad, eine Streckbank gibt es auch noch. Können wir uns ja auch mal noch mit daneben hauen. Was das Folterrad angeht, übrigens ein lustiger Fun-Fact. Kennt ihr die Redensart, man fühlt sich wie gerädert? Also wenn man total fertig ist einfach nur, das kommt tatsächlich von dem Rad. Also wie das funktioniert hat, man wurde da tatsächlich man wurde da rangebunden. Wie wurde man da rangebunden? Mit seinen eigenen Gliedmaßen. Wie schafft man das, dass die Gliedmaßen so sind, dass man sie binden kann, indem man so lange draufschlägt? Ja, das Mittelalter war nicht gerade so. Gerade was so Bestrafungs- und Foltermaßnahmen angeht, durchaus nicht ohne. Muss man sagen. Man wurde ans Rad geflochten. Mit sich selbst. Muss man sich auch mal durch den Kopf gehen lassen. So. Ich glaube, das kann man sich tatsächlich so angucken. Jetzt mit Kirche noch. Mit Kirche? Nur echt mit dieser Kirche. Schön, schön. Na gut. Genug geträumt. Genug geschwärmt. Jetzt wird gedärmt. Jetzt wird entdärmt. Entdarmt. Was sagt ihr, Malott? Eigentlich haben wir alles, was wir brauchen. Wir haben Eisenproduktion, wir haben Bier noch geliefert bekommen. Jetzt die Kerzen für unsere Kirche kommen auch noch mit rein. Das Volk verehrt euch, Sire.
Eigentlich sollte ich mich ganz glücklich fühlen. Wir können ja sogar noch ein paar... Ich glaube, die Kriegsmönche haben ein bisschen mehr Rüstung. Ja gut, wegen dem Schild liegt es auch an der Hand. Aber die sind allesamt nicht allzu stark, in etwas so stark wie Lanzenträger. Die haben nicht mehr so diese besondere Kampfkraft wie in Stronghold 1, dass die wirklich schon ziemlich stark waren. Wir können es trotzdem mal ein paar machen. Auch mit Schwert dazu. Der Herr ist mein Meister. Männer an die Waffen! Aber sicher doch. Schwertkämpfer, vorwärts! So, dann holen wir uns Opfingen und dann müssen wir mal gucken, wie wir William angreifen. Da hat er so einen monströsen Ultraturm davon errichtet. Turm. Aber eigentlich müssen wir den nur stürmen und besetzen und können von dort aus einen Höhenvorteil nutzen, um... Er hat hier auch noch... Ne, hier hat er gar keine... Doch, hier hat er eine Balliste. Könnte interessant werden, aber das würde ich gerne beklettern hier. Besteigen, möchte ich's. Waffen benötigt, Sire. Kommt mal an. Gehen los! Damit Spaß. Kämpfer, Hallöchen, zum Glück ist mir das noch aufgefallen. Wahrscheinlich schon trotzdem ein Stück zu spät, aber nicht so spät zum Glück. Unsere Truppen werden angegriffen. Ich glaube, da hätte noch mal einiges mehr schief gehen können. Achtung! Vorwärts! Bereit! Wir marschieren für den Himmel! So, fangt mal ab. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Unsere Schwerter sind die euren! Ihr habt Schilde, setzt sie ein, haltet sie vor euch! Das Vorratslager ist voll, my lord. Ihr stört meine Gebete. Mitten im Kampf, ne? Wo mit jemand, kämpfen. Aufgabe? Du störst meine Gebete. Sire, ja, Junge, kämpf gefälligst. Sire? Schlachtordnung! Wir haben 88 Bevölkerung. Schwertkämpfer, vorwärts! Vorwärts! Waffen benötigt, Sire. Heute wird zurückgeschwertet. Neue Befehle, Sire? Ich merke echt, dass die Rüstungsposition ziemlich lahm ist. Bin bereit. Gut, holen wir uns das gute, gute Opfingen. Wo ist der Feind? Bogenschützen in Bewegung. Hier, guckt euch mal an. Das war jetzt tatsächlich nur halb so lange wie bei Nest des Falken. Nest des Falken hatten wir ja gut 6 Parts. Ah, ihr mordet meine Freunde! Möge Gott sich eurer Seele erbarmen! Erwarte Befehle! Wir haben es doch noch gar nicht. Oh. Ach, William, hättest du mich halt noch ein bisschen machen lassen. Ich hatte gerade so viel Spaß. So voll... Ja, genau so, wie es hier aussieht, ne? So, wie es hier aussieht und so. Auf einmal wäre ich für, oh komm, ich habe gerade so viel Spaß, Mann. Immer lässt du, nie lässt du mich Spaß haben, William. Aber wir wissen ja, der gute Matthew ist ja jung und naiv. Das hat William einfach vergessen. Ich meine, dem, ihm wurde es wahrscheinlich auch nur 10.000 Mal ins Ohr gebrüllt, während seiner gesamten Zeit, wo er Matthew als Lehrling hatte, aber er hat es wahrscheinlich trotzdem vergessen. Alles klar, das war der erste Abschnitt von diesem Kapitel und ja, der Rest wird relativ fix gehen, nehme ich mal an. Alles klar, dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Part.